Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch den Brotbackautomaten von der Firma Silvercrest. Den gibt es immer bei Lidl zu kaufen. Es ist ein Doppelbackform-Brotbackautomaten. Der Typ ist SBB 850 EDS A1. Und zu der Bedienungsanleitung gibt es auch noch ein Rezeptheft. Diese Doppelbackform sowie zwei Knethaken. Hier ist das Rezeptheft. Kann man alles Mögliche machen. Sonnenblumenbrot, Sauerteig, Pizzabrot, Kartoffelbrot und so weiter. Soll ich dir mal genauer zeigen? Von der Funktion her. Ja, man kann damit, wie man hier sieht, 750 Gramm, 1000 oder 1250er Brot backen. Diese Gewichtsklasse kann man hiermit einstellen. Man sieht dieses blaue Display aufleuchten. Und mal, wenn man hier diese draufdrückt, dann springt da, je nachdem, was man für ein Rezept hat, hin und her. Das gibt also die Gewichtsklasse an, dieser Knopf. Hier könnt ihr die Bräunung einstellen. Hier auf diesen Knopf könnt ihr das Programm einstellen. Programm 1 ist normales Brot. Ich jetzt hier wieder raufdrücke auf die Taste. Dann springt er auf Programm 2, lockeres Brot, also fluffiger Teig. 3, Vollkorn. 4, süßes wie Rosinenbrot. 5, schnelles Express, sowas wie Baguette. Oder halt Teig kann man auch mit damit rühren. Hier seht ihr noch den Rest. Von Nudelteig über glutenfreies Brot, Kuchen, Marmelade, Backfunktion hat er auch. Da kann man alles einstellen. Im Endeffekt muss man nur wissen, welches Programm man nutzt. Stellen wir jetzt zum Beispiel mal Programm 1 ein. Genau, wählen ein 750er Brot. Bräunung ist jetzt hier auf Mittel. Machen wir das mal auf Hell. Mit diesen Tasten kann man auch eine Backzeit erhöhen bzw. verringern. Die Zeit, die man braucht, das steht in den jeweiligen Rezepten. In der Regel sind es zwischen 3 und 4 Stunden, weil der Teig ja noch erwärmt werden muss. Ja, Edelstahldeckel. Hier kann Dampf entweichen. Und da kann man sogar reinschauen, aber man kann auch während des Backvorgangs den Deckel vorsichtig öffnen. Ja, und das war's. In dem nächsten Video zeige ich euch dann, wie man mit diesem Brotbackautomaten ein richtiges Brot herstellt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.